Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Spin Tires hier mitten im Wald an der Holzabladestelle mit dem Cube. Hallihallo. Und mit dem Ruffy, das bin ich. Und heute das Ziel, diese Verdeckung hier. Die wollen wir alle freischalten. Die erste Aufgabe, Holzlieferung, hatten wir in der letzten Folge hier schon gemeistert. Überraschenderweise sehr einfach. Also wir hatten hier diese ganze Strecke auf der Karte. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Von dieser Holzstation praktisch bis hier runter hatten wir asphaltierte Straße. Also das war wirklich sehr überraschend. Ja, heute, wie gesagt, jetzt diese Verdeckung öffnen. Und ja, da würde ich sagen, laden wir erstmal hier irgendwo unsere Hänger ab. Ja, würde ich auch sagen, schneller mit in die Pampa, wir brauchen sie ja nicht. Und wenn wir einen neuen Anhänger benötigen, können wir uns ja auch einfach an der Werkstatt einholen. Weil das Ankoppeln mit diesen Anhängern ist hier gerade so mitten in der Pampa nicht ganz so einfach. Ah, Handbremse. Da war sie wieder. Okay. Gut, ich bin meinen Hänger schon los. Ja, ich meine auch, ich habe den einfach jetzt mal hier abgestellt. Ich denke mal nicht, dass er hier im Weg ist. Nein, ich denke, das passt. Also im Zweifel, du siehst ihn ja, ich fahre ihn dann einfach über den Haufen, sollten wir hier nochmal vorbeikommen. Ah, jetzt bin ich hier gerade schon ziemlich übermütig, einfach mal so quer über den Berg gefahren. Okay, und hast das fast bereut? Nö, ja, komischerweise nicht. Also ich bin ganz erstaunt. So, ich werde jetzt natürlich wieder sehr häufig auf die Karte gucken müssen hier mitten im Wald. Ja. Mal schauen, was noch so auf uns wartet. Da legt es mich fast auf die Seite. Aber nochmal alles gut gegangen. Ja, okay, hier ist eine sehr, ja, sehr nasse Landschaft vor uns. Da weiß ich nicht wirklich, ob wir das riskieren sollten hier. Ah, wobei, das wird wahrscheinlich nur ein kleiner Tümpel sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, wir bleiben einfach mal hier stehen und warten, wie es dem Ruffy so ergeht. Ah, es erging mir gut. Du kannst nachkommen. Ist wirklich sehr flach hier unten. Also da kann man sehr gut durchfahren. Ah, okay, ja. Die Kameraperspektive hat mir diesen Baum jetzt natürlich verwehrt. Ja, von hinten sah das sehr interessant aus, wie du todesmutig direkt auf den Baum zugesteuert hast. Okay. Ja, und ich habe ihn nicht gesehen aus diesem Blickwinkel hier. Okay, so, wir müssen ein Stückchen weiter links. Ach, da sehe ich es schon. Okay. Gut, jetzt hoffe ich dann natürlich, dass es hier genauso flach ist. Ja, sieht auch gut aus. Ja, also das sind ja für Spin-Tires-Verhältnisse wirklich nur kleine Pfützen. So, und die nächste Verdeckung ist gelöst.
Ich würde ja sagen, direkt nach Norden weiter, oder? Dann haben wir die äußerste Kante abgedeckt. Genau, also ich komme jetzt erstmal wieder zurück, weil hier oben ist dann doch ein bisschen viel Holz und Zeugs, wo man dann vielleicht nicht so gut vorbeikommt. Ja, hier ein Stückchen weiter noch geradeaus gibt sogar eine richtige Straße. Ja, dann nehmen also, wir doch naja, die. Also, Straßen übertragen sind, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, doch. Also für Spintails ist das schon ein befestigter Weg fast. Ja. Es fährt sich auch sehr angenehm. Jetzt ist nur die Frage... Ja, hier doch gleich wieder ein Stückchen rechts rein. Ja. Aber das, was wir hier gerade machen, ist auch so das, was den Spaß an Spintails ausmacht. So einfach nur mit einer Karte durch den Wald fahren, sich den eigenen Weg suchen. Also gerade im Koop macht das richtig Laune, finde ich. Ja, ist auch, also jetzt gerade auch diese Verdeckung alle aufzudecken, ist ja dann auch für die Erfolge auch ganz wichtig. Ja, und ich finde es halt auch schön, wenn man halt die komplette Karte zeigt. Man könnte das Ganze hier sicherlich auch wesentlich schneller machen, aber ich denke, so hat man einfach mehr davon und sieht einfach alles. Also ich denke, ich bin jetzt hier mal ganz mutig und werde hier einfach auf direkten Wege quer durch. Ah, okay. Hm. Ja, doch, geht noch. Hier kommt auch wieder so, ja, ein Bach, eine Pfütze. Okay. Etwas tiefer, aber auch noch, ja, gut fahrbar, also auch kein gefährlicher Wasserstand oder so, aber dann hier am Ende wieder sehr matschig. Ja, so wie sich das gehört. Ich finde, zu viel Matsch kann es hier gar nicht geben. Ja, die nächste Verdeckung ist entsperrt. Das hat leider nicht ganz so viel gebracht. Bleiben noch drei an der Zahl. Und ich würde sagen, die jetzt gleich im Westen als nächstes. Wenn es denn die Straßen und Wege zulassen. Ja, also hier oben nicht. Hier ist alles voll mit Bäumen. Das ist mir jetzt mit dem großen LKW auch zu umständlich. Also wir müssen jetzt in dem Fluss wahrscheinlich da unten wieder so ein bisschen entlang fahren. Naja. Ich schau mal kurz. Also der Fluss geht noch ca. 50 Meter weiter und endet dann mit Felsen und Bäumen. Jetzt in Richtung Westen. Ja. Zurück auf den Weg. Ja, weil das macht keinen Sinn. Okay, willst du hier oben gleich wenden, ja? Ich mach das hier gleich auf dem Weg. Irgendwer musste hier ja anständige Löcherbuddeln zum Durchfahren, oder? Ja, danke. Aber wie ihr seht, ich pflüge hier auch ordentlich den Boden um. Jetzt habe ich natürlich wieder durch die Kameraposition nicht gesehen, dass ich hier an einem Baum hänge. Ja, ich habe einfach mal ganz frech meine Winde zur Hilfe genommen und das Heck einfach mal umgezogen. Somit stehe ich jetzt schon in fast perfekter Fahrtrichtung. Ja, der Ruffy kann gerade gar nicht sehen, wie tief ich hier eigentlich gerade schon gegraben habe. Ich denke, es ist gleich eine kleine Überraschung, wenn er hier durchfährt. Also ein bisschen sehe ich es. Zumindest sein Heck ist hier ganz schön, ja, fast nicht mehr zu erkennen.
Ja, ich habe auch gerade einen großen Felsen gefunden. Ja, ich fürchte auch fast ohne Winde werde ich hier auch nicht weiterkommen. Ja, magst du vielleicht versuchen, einfach mal mein Heck zu schnappen? Mich mit der Winde einfach so ein Stück dann nach oben ziehen? Klingt nach einem Plan. Ich schau mal. Da werde ich wahrscheinlich nämlich ein Stückchen weiter noch runterkommen müssen. Nochmal. Ah, dann sehen wir die Kamera. Das ist natürlich wieder zum Brechen. So, ja, deine Front kriege ich, dein Heck nicht. Moment, ich komme noch ein Stückchen runter. Ja, denn. Oh, Vorsicht, Ja, Vorsicht. ich hab schon gesehen. Oh. Ja, mein LKW hat etwas andere Pläne. Ja, da muss man halt auch aufpassen, gerade wenn man so gegen einen Hang anzieht, dass man den Gezogenen nicht einfach umschmeißt. Ah, sieht sehr gut aus. Reicht dir das schon? Weil ich hätte jetzt hier hinter mir. Nee, ich stecke nur fest. Also ich komme nicht weiter rückwärts jetzt. Ach so. Ja, soll ich dich gleich mit einer Leine lassen und geradeaus ziehen, oder? Ja, wenn das reicht bei dir von der Kraft. Wobei, warte mal. Nee, nach vorne komme ich noch. Also raus würde ich noch kommen. Ach, ich zieh dich auch. Ja, dann fahr vor. Ja, also, ich habe mich wirklich sehr gut umgegraben. Aber er schafft es. Ohne zu meckern. Ja, ich bin auch wieder oben. Sollen wir die Leine mal wieder lösen? Ich glaube, das ist besser, bevor sich einer von uns noch auf die Seite legt. Ja, ich hab's mal weggeklickt. Ja. Nicht, dass wir die dann in der Hälfte der Strecke vergessen und ja. Gut, Ja. ja, wir sind auf dem besten Wege. Ich würde jetzt sagen, hier vorne, Na, da gleich sieht's so rechts aus fahren jetzt, rechts, oder? ne? Ja. Soll ich wieder vor? Ja, du stehst ja Oder? schon so praktisch, ne? Okay, ja, so praktisch hinter dir, dann kann ich auch vorfahren. Achso, hier geht's auch direkt rechts, ne? Falls du Ach, das jetzt hier nicht gesehen meinst haben du? solltest, ja. Okay. Also Ja, es sieht ich auch will nach jetzt. befestigtem Weg aus. Okay, ja, ich habe jetzt diesen Weg hier vorne gesehen. Gut, Achso, nee. ja, wir können auch da vorne lang fahren. Ich folge dir einfach mal. Mal sehen, wo du uns schon wieder hinschicken willst. Vor einigen Folgen haben wir schon gehört, dass du nicht bei den Pfadfindern warst. Nee, also meine Kenntnisse der Wegfindung im Wald sind da dann doch sehr eingeschränkt. So, aber ich glaube, du hattest recht. Der andere Weg wäre, glaube ich, besser gewesen. Wir schauen jetzt mal. Ah nee, hier kommen wir ja noch durch. Jetzt sind wir wieder an der Hütte, an der wir die Verdeckung gelöst hatten. Ach nee, schau mal einer an. Ach, was haben wir hier denn? Noch eine Werkstatt. Ja, leider haben wir jetzt nicht die Werkstattladefläche dabei. Nee, schade. Aber hier ist dann auch wieder. Okay, diese Werkstatt liegt auch direkt wieder an dieser asphaltierten Straße. Oh, das ist ja schon fast Luxus. Das ist ja wirklich schön. Also da könnten wir uns dann nachher noch mal auf den Weg machen.
Da würde es ja sogar reichen, wenn einer von uns fährt und sich einfach den großen Werkstattauflieger hinten anhängt, oder? Stimmt, ja. Wir haben ja den, genau, richtig. Ja, gute Idee. So. Okay. Ich fahre dir gerade einfach so blind hinterher. Ich weiß nicht, ob du weißt, was du tust. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was? Das sieht nicht ganz so gut aus. Nee, ich müsste nämlich hier jetzt eigentlich weiter runter. Also eigentlich müsste ich hier direkt geradeaus, aber die Bäume wollen mich hier nicht wirklich lassen. Ich würde sagen, wir lassen den Ruffy aber machen und warten hier, oder? Falls er sich jetzt wirklich festfährt, könnte ich ihn am wenigstens noch rausziehen. So, geschafft. Wunderbar. Ja. Gut, ist jetzt trotzdem die Frage, wie am besten an diese Verdeckung jetzt kommen. Also ich würde jetzt hier die Straße, glaube ich, rechts rum weiterfahren. Ja, bitte. Die nächste Möglichkeit zum Abbiegen kommt bestimmt. Richtig. Ich glaube, die kommt auch hier schon. Ja, das sieht gut aus. Okay, wieder gespickt mit Steinen hier. Links nehmen wir uns jetzt eine Ruine. Sind wir gerade wieder da, wo wir gerade eben waren? Ja. Ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren, ne? Ja, das haben wir gut gemacht. Wir sind schön in die falsche Richtung gefahren, würde ich sagen. Das heißt natürlich du, weil ich bin dir einfach nur gefolgt. Ja, ja, ist natürlich meine Schuld wieder. Und, okay, hier kommen wir aber wieder durch und auch wieder auf die Straße. Naja gut, dann eben noch eine Runde. Willst du es dann nicht mal hier links rumprobieren? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich meine, je weiter wir nach rechts fahren und dann wieder nach rechts abbiegen, wir kommen ja immer wieder hier raus. Glaube ich. Ich hoffe mal, ich liege nicht falsch. Tja. Wahrscheinlich nicht falscher wie ich. Also, tja. Was meint ihr? Finden wir noch die Verdeckung? Beziehungsweise den richtigen Weg? Lotst uns Ruffy irgendwo ins Verderben? Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, macht's gut. Bis dahin, ich werde mir Mühe geben. Tschüss.